Ja, ich habe heute mal in den Epic Store reingeguckt, gucken, was da so Schönes drin ist. Und da ist mir dieses Spiel hier ins Auge gesprungen. Da steuert man so kleine Viecher, die alles einsaugen können und demnach Mutationen machen. Und mein Ziel ist es zu überleben. Und ich dachte mir, ey, komm, ich bin doch so gut im Überleben, wie man bei Among Us und so sieht. Da muss ich sowas so spielen. So, dann starten wir mal und ich mache mich kurz Once stumm. upon a time in the age of the eternal cylinder, there lived a family of Immer little drauf gedrückt und da creatures wusste ich, dass called diese Sequenz kommt. Trebon. Trebon are not the strongest, nor the fastest, and they do not have sharp teeth. They would make easy prey for the terrible force that came to their planet. But Trebon are loyal and resourceful and very, very stubborn. It is with such a Trebon that our story begins. One clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. So, ich meine, ab jetzt geht das Spiel erst richtig los. Das sind wir. Wir werden noch mehrere von diesen Viechern haben. Ich entschuldige mich, wenn der Sound irgendwo zu laut ist. Sagt mir dann Bescheid, weil, wie gesagt, ich kann ihn im Spiel nicht leiser machen. Ich kann ihn nur bei OBS leiser machen. So, dann fangen wir mal an. Ich habe gesehen, dass es richtig gruselige Viecher auf jeden Fall von den Vorschaubildern gibt. So, das sind wir. Run, something inside him said, run. Irgendwas in meinem Innern sagt, lauf. Okay, ich lauf ja schon. Lauf. Lauf, kleiner Mann, ich weiß nur nicht weswegen. Oh, deswegen. Lauf, kleiner Trepum, lauf. Lauf. Du willst da nicht rein. Ich hab das Vorschauvideo gesehen. Die Wand, da ist der Tod. Die ist der Tod, Leute. Ich weiß nur nicht, wie man der entkommt. Am besten einfach laufen und hoffen, dass alles gut läuft, ne? Jetzt springen! Ist die immer noch hinter mir? Ja! Und sie nietet alles um! Wo soll ich hin? Hier hoch? Oh Gott, ich bin sowas von RIP! Wo soll ich hin? Ich will leben. The great crushing thing, the great cylinder had stopped. Was? Oh, es hat Perhaps it was angehalten. safe here for a little while. How quickly it learned to use its Oh. limbs and its trunk. Okay, mit links muss ich But these Zeug things were sammeln. not so much learned as they were remembered. Ich habe ein paar Perhaps Pizze. the little Trebon thought they were a gift from the strange Und voice mit that heard to C its setze mind. ich Sachen ein. Too was a kind of memory. Okay, er isst die so. Guten Appetit, kleiner Trepum. Hätte ich das gewusst, hätte ich unterwegs alles eingesammelt. Kann ich auch diese Mauer einsammeln? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Einmal reinspringen. Okay, während die sich nicht bewegt, bin ich auch in Sicherheit. Also selbst wenn ich gegen springe, es bringt mich nicht um. Oh, ich habe was Spezielles eingesammelt. Ist es? Just when it was starting to get used to its legs, the food from the jumping creature Ja, ich made kann jetzt it höher move. springen. Das meinte ich, wenn ich so Sachen aufsammel und esse, dann Trebon can kann turn ich so eine small Mutation to machen und adapt dann bin ich to new stärker. challenges. Also man kriegt so Fähigkeiten. Ich kann schießen. Frisst meine Pilze. Ich kann mit Wasser schießen. Ich sammel. So, schieße ich jetzt mit Wasser? Ja, wa mit Wasser auf einen Fisch schießen. Shining, du bist schlau. Oh, ich konnte den Fisch, glaube ich, einsammeln. Komm her. Hui. Hui. Habe ich den Fisch jetzt gegessen? Nein, aber ich habe ihn umgebracht. Ja, ich mag das Spiel jetzt schon. Oder konnte ich den nicht essen, weil mein Inventar voll war? Warte. So, jetzt nehme ich mal den Fisch mit.
falls ich kann. Fischi, Fischi, Fisch, komm her. Ich hab einen Fisch. Ich esse den Fisch. Krieg ich jetzt Schwimmflossen oder irgendwas in der Art? Ich bin fett geworden. Ah, das macht, dass ich mehr speichern kann. Scheint auch keinen Geschwindigkeitsnachteil zu haben. Noch nicht. Werden sehen. Ich fülle mich jetzt erstmal mit Wasser. So, und damit soll ich jetzt die Insekten runterschießen. Hallo? Kann ich auch das Gas einsaugen? Es scheint mir zumindest nicht weh zu tun. Kann es sein, dass ich die Frucht im Fall fangen muss? Ich habe das Käfervieh eingesammelt. Lecker, lecker. Okay, nicht jedes Tier löst eine Verwandlung aus. Komm her. Komm her. Ich will dich. Alles einmal essen, nur um zu gucken, was es macht. Ich habe den Käfer direkt wieder ausgespuckt. Lecker. So, was ist denn jetzt eigentlich mein Job? Kann ich das irgendwo sehen? Ich habe ein I auf in das Inventar. Hilfe. Okay. Sagt mir überhaupt nichts. Dein Wasserstand wirkt sich auch auf deine Kondition aus. Deine Kondition ist die maximale Menge, die du erreichen kannst, wenn sich deine Ausdauer auffüllt. Okay. Ziele. Es konnten keine nützlichen Informationen im Erinnerungskloster der Trepum gefunden werden. Okay. Eine Karte habe ich auch nicht. Zumindest nicht so wirklich. Kommt her. Nimm jedes Material gerne. Oh, was ist das fette Ding da vorne? Ich hab doch gerade was gehört. Bam. Komm her. Ich wollte dich essen. Oh, was ist das? X. The Trebum was drawn to a bright light, or perhaps to the creature next to it. Oh, da hinten will das Spiel mich haben. Ja, aber gucken, was passiert, wenn ich den da abschieße. X. Da bin ich schon experimentell. Hui. Oh, ich kann rollen. Kann ich so auch Schaden machen? Also ich weiß, dass noch richtig große Viecher kommen. Hallo, kleinen Schneckchen. War die immer nass? Hier, kriegst du eine Dusche. Ah, das gefällt dir, ne? Kann ich hier einsaugen? Es will nicht. Ich will nicht. Lass mich leben. Das ist mein Tisch. Rieswasser. Pilze. Ich habe Angst. Except for the grass growing on the old one's head. Frisst das Vieh mich auch? Was ist das für ein Licht? Surrounded by this light, the Trebum knew things it had not known before. Ach so, so kriege ich Informationen. Ich mag die Erzählerstimme. Yes. This young Trebum had to carry the light to those great towers in the distance. Muss Licht zu den Türmen tragen, wie mache ich das denn? Stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow it. Bewegt sich jetzt nicht, oder? Nein. The inner voice said, run. Wo will ich denn hin? Das ist doch definitiv was Lebendes. Ach, egal. Ja, das habe ich ja zufällig schon rausgefunden. Warte, kann ich damit einen Angriff machen?
Schnell, steige auf das Energiesymbol auf den Fuß des Turms, um ihn zu aktivieren und hindere den Zylinder der Ewigkeit vorzudringen. Nein, ich mach so keinen Schaden. Ich muss da hoch! Das Wasser brauche ich zum Rollen. Ich glaube, das schaffe ich nicht rechtzeitig dahin. Was ist überhaupt das für ein Leuchteding? Ey, du! Du musst aufwachen! Da kommt die große Mauer! The towers had fallen and the light was lost. There was no more point in... Oh, ich soll jetzt sterben. Would consume everything. Na gut, dann einmal den Death, bitte. Checkpoint. Ja, das lief super, ne? Ja, ich weiß. Was sind denn das für Dinge da unten jetzt schon wieder? Ich wollte gerade nur gucken, ob ich das irgendwie skippen kann. Responsibility had passed to the next generation. Yes, this young Trebum had to carry the light to those great towers in the distance. Da muss ich hin. Could have stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow it. Ich muss ganz schnell zu beiden Türmen hin und die halten das da dann irgendwie auf. Okay, dann machen wir das. Welcher Turm ist schneller? Der da. Lauf! Oder roll! You see me rolling! Roll, 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 roll. Und was mache ich jetzt hier? Muss ich jetzt den ganzen Turm hochrollen? Geht das überhaupt? Ich glaube, ich habe jetzt schon was falsch gemacht. Ich lade einfach mal den letzten Checkpoint. Ich habe irgendwas schon wieder falsch gemacht. Ja, ich soll mich da draufstellen. Hilfe! Es eskaliert! Ich stehe doch hier! Ja, Reb. Vorheriger Checkpoint. Ich habe sie mir schon wieder vergeigt. Da habe ich mir ein schönes Spiel rausgesucht. Ich kann das nicht skippen. Kriege ich wenigstens was. It knew the older Trebum had carried this light for a long, long time. And it knew that now that responsibility had passed to the next generation. Yes, this young Trebum had to carry the light to those great towers. Ja, das wissen wir schon. Warum kann ich den Kack nicht skippen? It could have stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow it. So, jetzt höre ich schon zum x-ten Mal diese Musik. Run, the inner voice said, run. The towers would not stop the cylinder unless... Ja, ich weiß, dass ich da hinten hin muss. Und zwar am besten nicht in die Nähe von diesem komischen Ding. Komm, roll. Ich muss da drauf. Macht das jetzt irgendwas? Ich sehe halt nur, wie da hinten was verreckt.
Ich sehe nicht, dass sich irgendwas tut. Also gehe ich mal zum anderen Turm. Hat sich erledigt. Ach so, wenn ich da draufstehe, dann aktiviert sich der Turm und hält das Ding generell auf. Was bist du eigentlich für ein lustiges Ding? Hallo, Bällchen, komm mal her. Ich will dich. Hab es. Hui! Keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Hui! Auf jeden Fall sollte ich mal Wasser sammeln. Jo. Oh, was bist du denn für ein schönes Ding? Komm her. Ich will da rein. Ich gehöre dahin. Oh, Wasser. Da sind auch noch andere Fische. Ich krieg dich sowieso. Jum. Ich glaube, der kann nur eine begrenzte Zeit schwimmen. Hier was Großes. So, jetzt esse ich den Fisch. Macht nix. Und der? Der löst was aus. Schwimmhäutfüße. Mit Schwimmhäuten zwischen den Zähnen kann der Triebhund nicht nur schneller schwimmen, sondern auch aus dem Wasser herausspringen. Ja, ich kann jetzt schwimmen. Und hab was auch immer das ist. Gehört das vielleicht da hinten rein? Mal ausprobieren. So, ich hab's reingelegt. Ja! Ich habe ein neues Familienmitglied. Ich kann sogar einen Namen eingeben. Du bist Sunny. Willkommen im Club, Sunny! Kann ich auch von meinem... Nein, leider nicht. Oh, guck mal, wie sehr der sich freut. Ich würde gerne auch meinen Namen ändern. Warte mal, kann ich den weitergeben? Sunny, hier bitte. Fischlein für dich. Ich habe nur auf den Tasten gerade rumgehauen, ne? Und dabei die Taste rausgefunden. Ich hatte das Spiel vorher nie gespielt. Zur Not, ich habe vorher auch einmal in die Steuerung reingeguckt. Hat es aber ehrlich gesagt auch direkt wieder vergessen. So. Erstmal gönne ich dir die Schwimmhäute. Und jetzt gönne ich dir einen dicken, fetten Fisch. Damit du mehr Inventar hast. Klar, im Wasser kann ich natürlich nicht essen. So, Sunny, werd auch dick. Och, die anderen saugen automatisch Sachen auf. Ist ja mega cool. Oh Gott, Sunny, lauf! Obwohl, komm, den machen wir fertig. Wassermarsch! Wir löschen den. Immer nicht fertig, Sunny. Guck, er kann nix. Er ist schon am Flüchten. Seht das als unser Sieg? Hier bitte. Kommt das von den Dingern? Ich ess mal. Was macht das? Lässt den Treibhund einen Laut von sich gehen, der Raubtiere ausscheucht und verscheucht. Verbiss dich! Aua. Hilfe! Eins mitnehmen? Na gut, zwei und weg. Hier hinten hat doch irgendwo auch einer geschlafen. So oder so? Sunny, hier.
So. Der darf direkt essen. Und danach flüchten wir. Es klingt so, als würde einer purzen. Ja, dachte ich mir auch, als ich die Taste gefunden hatte. Ach, warte, bevor du hier irgendwas hinterlässt, mich bringt das gerade noch. So, ich habe den Alarm aktiviert. Ich vergesse das vor jedem Stream, den wieder zu aktivieren, weil ich nehme ja auch so auf. Okay. Die sollten vielleicht erstmal was essen, weil die haben gerade eben ordentlich was abbekommen. Ich höre doch schon wieder was. Du bist friedlich, oder? Du frisst mich nicht, oder? Bitte. Das Ding hat so einen ausfahrbaren Hals. Oder ist das eine Zunge? Ich glaube, ich will es gar nicht erst rausfinden. Ich würde lieben gern einmal auf diesen Turm drauf. Aber erstmal Neuwasser, bitte. So, der hat Neuwasser. So, der Tego hat jetzt auch Neuwasser. Tröte los! Hau ab! Daneben nicht! Ich hoffe, der kann nicht schwimmen. Kann ich auch tauchen irgendwie? Ich würde gerne die Unterwasserwelt einmal sehen. Schade. Okay. Was hat's mit den Kugeln auf sich? Nix. Was ist, wenn ich den mit Essen abschieße? Dann denkt er sich, leck mich. Okay. Sunny? Ach so, da. Wie hast du denn jetzt den Moonjump gemacht? Ich weiß, dass ich dir das Hüpfding noch nicht gegeben habe. Hallo, willst du mich aufklären? Ich saug die Antwort aus dir raus. Okay. Ich bin ja froh, dass sich das Ding nicht bewegt. Ich glaube, wir sollten mal zu dem Leuchteteil. Obwohl hier irgendwo noch ein dritter rumlag, als ich gerade eben geflüchtet bin. Den würde ich eigentlich gerne wiederfinden. Kann ich diese grünen Kugeln eigentlich da raussaugen? Ja, kann ich. Die waren, dass sie Wasser liefern. Davon sollte ich mir vielleicht mal ein paar sammeln. Weil Wasser ist ja das, womit ich mich hauptsächlich verteidige. Komm. Sammeln wir jetzt mal ein paar Kugeln. Kann ich mich wenigstens ein bisschen verteidigen. So, für den anderen sammle ich gleich auch erstmal 10. Dann haben beide einen hohen Wasservorrat. So, jetzt du. Wie gesagt, ich will nicht rausfinden, ob du böse bist. Ich kann mich null verteidigen. Ich kann nur Viecher mit Wasser beschießen. Das ist nicht besonders effektiv. 6 habe ich. Komm! Nein, ich komme nicht hoch genug. Gott, da oben dran. So, 2 noch, dann habe ich den auch voll. Eine noch. So. Zu dem fetten Ding wollen wir nicht. Weil das Ding dann aufwacht. Und das ist etwas, was mich definitiv fressen will. Mann, du bist zu langsam. Irgendwo hier hat er noch ein weiterer gegammelt. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Was ist das? Da komme ich auf jeden Fall zu dem Teil da hoch. Ich weiß immer noch nicht, was man mit euch macht. Und ihr seht lustig aus. Komm her. Was mache ich mit dir? Verfütter ich dich? Feuer! Ich hab's aufgemacht! Jetzt kann ich's essen! Was bringt mir das? Ich muss die irgendwo gegenschießen, damit die aufgehen. Hä?
Ich habe meinen umgebracht. Was habe ich getan? Ist das nur zeitlich? Weil da rechts ist eine Zeitanzeige. Ah. Warum sollte ich das Ding nochmal essen wollen? Das tritt mir komplett in den Hintern. Das Ding will ich versuchen auszuschießen. Klappt nicht. Kann ich es auftröten? Nein. Komm her! Ja, Bugga. Vielleicht kann ich ja das da aufschießen. Nö. Ich habe Angst, dass das ein Lebewesen ist, das mich jetzt fressen will. Aber ich will auch da hoch. Ich will da einmal hochklettern. Komm, Sunny, ein bisschen schneller. Ich es auch gesehen habe, so eine Gruppe aus 6 Leuten kann ich, glaube ich, haben. Warte mal. Inventar. Ich würde gern... Ah, ich kann auch über dieses Menü essen. Und da steht auch ungefähr drauf, was die bringen. Okay, was war das Ding, was mir... Was war das Teil, das mich hüpfen ließ? Nee, das war's nicht. Diese Hop-Hop-Kapsel war das. Das Teil kann ich nicht aufessen. Komm, wir rollen da hoch. Nein, fall nicht runter, bitte, bitte. Ich laufe auch normal. Alter, dieses Spiel ist mega cool. Da ist Licht. Sieht halt aus wie ein riesiges, lebendiges Viech. Bong. Hat das Vieh gerade Hui geschrien? Soll ich da reinspringen? Teilweise verstehe ich meinen Job nicht. Aber da ist wieder dieses Tröten-Ding. Das haben meine jetzigen ja schon. Da ist wieder so eine Schnecke. Was passiert, wenn ich die Schnecke aufscheuche? Mach mal die Schnecke kaputt. Geht das? Nein, die können sich nicht gegenseitig umbringen. Verdammt. Was mache ich hier? Ich brauche hier einen dritten. Also habe ich mir das gerade eben nicht eingebildet. Weil da standen auf der Tür auch 2 von 3. Hm. Da müssen wir mal weiter suchen. Okay. Da ist die Wand des Todes. Bin runtergefallen. Man sieht unter Wasser halt einfach nichts. Was ist da unter Wasser? Ach, das sind diese Hop-Hop-Viecher. Oder wie die heißen. Die kann man, glaube ich, nur mit diesen Kakteen kaputt machen. Aber ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum man das eigentlich machen will. Ich kann ja versuchen, das Vieh zu verfüttern. Vielleicht bringt das irgendwas. Ey, du sollst mitkommen. Du hast doch auch Stacheln. Hallo?
Hallo. Achso, das ist kein Lebewesen. Nein, danke. Wo ist es hin? Es ist geflüchtet. Naja, da vorne kann es nicht sein. Irgendwo dort in der Richtung habe ich das halt gesehen. Es hat so Material gewollt. Der hat das Teil aufgemacht. Breeze? Und jetzt bin ich weg. Ich finde es auch so schön, dass ein volles Inventar mich nicht langsamer macht. You see me rolling, the Hayden. You're never gonna catch me riding dirty. So, ich glaube, hier war das andere Vieh, oder? Jo! Aber wo kriege ich die Steinchen her, die da haben will? Kann sein, dass ich die kaputt schießen muss? Ey, Sunny, hilf mir mal hier hoch. Ich will da hoch. Da sind Sachen. Komm, ich will da hoch, bitte. Ja, ich hab's geschafft. Und sammle hier gerade was auch immer ein. Warte mal. Feuer frei. Eine esse ich mal. Macht nix. Ich hüpfe mal selbst da rein. Wenn es versuche ich's. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drin sollte. Beziehungsweise hier oben. Ich weiß nur, ich habe irgendwas getan. Ja, willst du vielleicht was zu essen? Wer denn hat irgendwelche Steine? Ach so, das soll ich ihm bringen. Ja, wir haben noch einen. 5 kann man haben. Hallo, Yannick. Schön, dass du dich mir anschließt. Ist nur schade, dass ich meinen nicht benennen kann. Aber hey, ich habe wieder einen mehr. Warte mal. Hier, du kriegst erstmal das. Kriegst du schon mal ein Upgrade von mir. Ja. So, das immer einsammeln. Habe ich das richtig verstanden? Ich will Tego haben. Und dann sammle ich den Schmarrn hier einfach mal auf. Okay, ich habe das jetzt mal mitgenommen. Keine Ahnung, wozu es gut ist, aber ich habe es dabei. Jetzt sind wir auch zu dritt, jetzt können wir nur noch überleben. Hä? Was bist du denn? Hallo? Ich glaube, ich hab's umgebracht. Es ist doch dieses Hop-Hop-Ding, oder nicht? Nein! Sunny, dein Essen! So. Ja! Da habe ich 2 gute. Okay. Warte mal, Yannick, du brauchst noch einen Wasservorrat. Bevor du hier irgendwas versuchst zu reißen.
So, wir sammeln jetzt erstmal die Kügelchen. Eine noch. Damit kann ich mir halt zur Not Wasser geben. So, ist ja egal, wen ich von den beiden nehme. Let's go, Tego. Ich muss ihm noch beide Fische einmal besorgen. So, ein Fisch. So, hier, Yannick, kriegst jetzt schon mal die Schwimmhäute. Ja. Mmh, lecker. Mmh. So, mit den Schwimmhäuten kriegst du ja auch den anderen Fisch. Im Wasser kann man nicht essen, das vergesse ich. Jedes Mal. So, dann hat er ein größeres Inventar. Auch wenn ich eigentlich keinen Vorteil darin sehe, fetter zu werden. Macht halt nur, dass mein Inventar größer ist, aber irgendwie komme ich mir träger vor. Und was ist eigentlich damit? Nix. Ich schieße dich ab mit Wasser. Naja, ich habe ja jetzt 3 für das Ding, was ich brauche. Also es hieß ja, ich brauche 3 von 3 Viechern. Und da kann ich draufklettern. Hat bestimmt einen Sinn. Da ist so ein komisches rotes Zeug. Ach, das ist Gras. Hui! Die denken wie ich. Bitte friss mich nicht. Vor dem Vieh habe ich immer noch Angst. Wo ist die Challenge? Da. Weil es gibt auch Rätsel im Spiel. Oh, irgendwer hat ein Follow dagelassen. Hey, Sushi! Jetzt habe ich Yoga. So, alle Mann draufrollen. Rauf, nicht vorbei. This door had been built for Trebon. It gave them hope that in this large and das ist ein Platz nur für mich. Some places had been made. Yay! Darauf erstmal den Pilz wegschießen. Höhle des Ältesten. Okay, mal gucken, was wir darin alles finden. Och, ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Okay, tippen, um Anführer zu wechseln, das habe ich auch so rausgefunden. Mach dir keine Sorgen, wenn du eines deiner Familienmitglieder aus den Augen verlierst. Du musst nicht auf deine anderen Trepons warten. Sie werden es immer irgendwie schaffen, den Gruppenanführer zu folgen. Okay. Darauf esse ich erstmal was. So, ihr habt Spaß, ne? Soll ich das Ding da oben runterschießen? Wassermarsch, Leute! Ah, hier gibt's wieder diese Kristalldinger. Und ein paar komische Pilze. Die absolut nichts auslösen. Oder wie? Keiner von denen hat jetzt irgendwie einen speziellen Pilz bei sich. Okay. Das hängt ja davon ab, was ich esse, was die können. Dann erkunden wir mal weiter. Wüsstet ihr nicht eigentlich gut schwimmen können? Ich habe euch allen Schwimmhäute gegeben. Oh, interagieren. Hallo? Somehow this ancient statue transferred knowledge. Ich habe nichts gedrückt. Ein seltenes organisches Gewächs, das... Ich versuche weiter unterhaltsam zu sein.
Aber danke für die Komplimente. So, jetzt ein seltenes organisches Gewächs, das in der Nähe bestimmter alter Trepumbauten gefunden wurde. Ist wahrscheinlich künstlichen Ursprungs. Das sieht irgendwie aus wie ein Fleischklumpen. Hallo, ich dachte, da liegt jetzt was. Oder hat das irgendwer eingesammelt? Janik, hast du was eingesammelt? Okay, da passe ich nicht durch. Ich bin leider zu dick dafür. Verdammt, ich hätte sie nicht so viel füttern dürfen. Mann, hört auf, alle Pilze wegzufressen. Ich brauche noch ein paar. Okay, Wassermarsch auf das Ding heißt es. Das darf mal der Anfangstyp essen. Nee, nicht Yannick. Wo ist Tego? Da ist Tego. Ja, guten Appetit. Ich habe das Falsche etwas aufgesammelt. Hallo? Wirst du noch aufwachen? Seh ich gerade erst. Okay, Verwandlung go! Was sehen wir jetzt Neues? Ich bin auf einmal ein Klumpen. Ah, das brauche ich für diese komische Öffnung da. Ich wollte mir sicherheitshalber noch einen mitnehmen, aber von dem ist das Inventar voll. Und ich sehe gerade, das Inventar ist kleiner geworden. Je nachdem, was denn der jetzt frisst, ändert sich ja alles. Ich hatte ihm vorher einen Fisch gegeben, der ihn dick gemacht hat. Jetzt habe ich ihm diesen Kubus gegeben. Jetzt hat er diese besondere Form. Das heißt, ich habe nicht mehr das große Inventar mit dem. Ich sollte die anderen beiden dick lassen. Dann mache ich auch alle den Zuschauer stolz. Hoffentlich. Da oben noch irgendwas? Der leuchtet so schön. Hallo? Ist hier wer? Nee, hier kann man nur spannen. Oh, tschüss, Spieß. Hallo vom Jahr, das Zeit war. Einfach mal eben kurz durch die Lücke gucken. So, ich passe jetzt hier durch. Wie kann ich in der Form rollen? Ich dachte kurz, ich steck fest. Machst mir Angst. Willst du mich fressen? Hallo. Inside the cave, the Trebum found a living elder. It had been waiting in this chamber for a long. Was hat der alles gefuttert, um so groß zu werden? Ich will das auch. Told them it was happy to see some friends before the cylinder came. It said, you are young, so you never knew the time when our people could shapeshift at will. We, Trebum, are inheritors of a vast tree of abilities. Abilities passed on to all future Trebum. But this power is being taken away. Beware the servants of the cylinder. Cylinder, das ist ja dieser komische... Diese komische Walze draußen. Sieht aus wie ein Streitwagen. Okay. Okay. Gespannt, die auch gucken, ne? Und mehr hast du nicht für mich? Oh, lecker. Lecker Schaub. Oh, lecker, lecker. Hier noch mehr? Da futter ich mir erstmal ein. Die Geschichte war so spannend. Da musste ich was essen. Okay. Raus und hoffentlich rollt das Ding nicht direkt wieder, dass ich wieder auf Flucht bin. Bin irgendwie die ganze Zeit nur am Fliehen. The voice inside the Trebum's memories assured it. Hallo? While the tower stood, the Trebum would be safe. Ich hab einen Freund gefunden. The power of the eternal cylinder was contained. So. Bin, komm ins Team. And it all seemed a little daunting. But even when they are afraid. Für die Zuschauer, die es noch nicht mitbekommen haben. Das riesige Ding da unter dem Licht, was man sieht, das rollt hin und wieder. Ich glaube, es ist nicht nur bei mir gerade so laut. Und wenn ich dem Ding zu nahe komme, während es rollt, bin ich platt. Und das Ding macht auch die ganze Welt platt.
Mein Job ist es, das Ding irgendwie aufzuhalten. Kann ich dir irgendwas weitergeben, Sven? Nein. Ich habe leider kein Verwandlungs-Item dabei. Nur für den Fall, dass es gerade zu laut ist. Ich kann das halt ingame nicht leiser machen. Mache ich das Spiel mal eben kurz über OBS ein bisschen leiser. Weil das war gerade bei mir extremst laut. Wenn das Spiel zu laut ist, dann schreibt mir das in den Chat, weil ich sehe das ja nicht. Beziehungsweise ich höre es nicht. Nein, das Vieh will mich umbringen, glaube ich. Ich habe ich noch gar nicht vorher gesehen. Willst du mich umbringen? Leute, was am Arsch? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da leuchtet es. Alle haben sich jetzt mit Wasser vollgefressen. Da kam ich gerade raus. Ich habe doch eine Karte, oder nicht? Keine Worte zu dieser Karte. Ah, da ist wieder das Trompetending. Warte, Sven, du darfst das Trompetenteil mal kurz essen. Dann kannst du dich wenigstens wehren. So, dann hat er auch die Tröte. Ich kann ja tuten. Jetzt kann ich die Monster wieder wegtuten. Das sah jetzt kurz aus, als ob da hinten mich so riesige Augen anstarren. Ich bekam Angst. Warum renne ich zu dir hin? Du willst mich doch umbringen. Der Zyklon erwacht, wenn du die blaue Energiekuppel verlässt, die von dem hier aus aktivierten Turm ausschaut, wird der Zylinder der Ewigkeit erweckt. Warnung, nicht alle Türme haben denselben Schutzradius. Einige können schwächer ausfallen. Also, wo dieser Schmarrn ist, bin ich sicher. Wenn ich jetzt aber da rausgehe, dann fängt das direkt an zu rollen. Okay, hab verstanden. Ja. Es rollt dann weiter. Wo will ich überhaupt hin? Ich brauche einen Turm. Wo ist ein Turm? Ich will nicht zerquetscht werden. Leute, rollt um euer Leben. Rollt. Eigentlich müsstet ihr besser rollen als ich. Nee, zum Turm. Wir müssen dahin. Das ist unsere einzige Hoffnung. You see me rolling. Komm, jetzt roll geradeaus. Das Vieh kann man erstmal in Ruhe lassen. Das ist eh ein Debuff. Komm, schneller. Oh, aktiviert. Schnell rein. Du kannst mir nichts. Auch wenn du mir massiv Angst machst. Das sieht so bedrohlich aus. Du siehst das Ding auf dich zurollen und kriegst einfach Schiss. Ja, miau. Denke ich mir auch gerade. Achte auf die Lichtstrahlen, die von den aktivierten Türmen ausgehen. Sie führen dich zu Zielen oder Gebieten, die von Interesse sind. Habe ich gemerkt. Ist das Interesse, was bei mir da auftaucht, ist, ich will leben. Einer fehlt noch in der Truppe. Da ist eine Schnecke. Kriegen wir die zu viert kaputt? Einfach mal abschießen. Oh, ich hab's kaputt getötet. Er hat was fallen lassen. Ich muss das Ding überraschen und dann wahrscheinlich fressen. Komm, mach dich auf. Komm her. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass eine Schnecke mir unbedingt einen guten Booster gibt.
Aber man weiß ja nicht. Warte mal. Kann dich doch umbringen. Runter mit dir. Runter da. Nein, ich habe mich selber eingesperrt. Nein, die Schnecke besiegt mich. Und da unten ist, glaube ich, eh der Tod. Wir probieren es einfach bei der nächsten Schnecke. Räumen wir einfach weiter. Und hoffen, dass wir am Ende noch weiter leben werden. Kann ich von dir irgendwas aufsammeln? Nö. So, und wie geht's bei euch so gerade zur Show? Bei mir passiert ja gerade nichts Interessantes. Du willst mich doch bestimmt umbringen. Wassermarsch! Leute, Marsch! Zacke Pups! Ihr seid gefürzt, Leute. Ihr Dach ist gerettet. Ich gehe nur davon aus, dass das Gift ist. Mein Trepum hat auch richtig gut Schaden genommen. Ich folge einfach mal dem Lichtstrahl darüber. Darüber ist auch was Interessantes. Hallo! Nein, komm hier, Kleinwürmchen! Ich wollte dich fressen! Ja, das macht mir Schaden. Ich muss schnell durch. Nein, 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 nein! Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ich habe Diego nicht umgebracht. Hoffentlich hat das keiner geklippt. Fliege ich erstmal den halben Berg runter. Ich kann ja auch nicht außenrum, ne? Doch, von der Seite könnte ich außenrum. Wir tun einfach so, als wäre hier nichts passiert und gehen wieder unserer Wege. Ich bringe hier erstmal Theo um. Oh Gott. Ich brauche Wasser. Weiter geht's. Ja. Die rote Mauer ist bestimmt der Tod. Eigentlich ist für mich hier alles eigentlich der Tod. Stimmt, gibt's irgendwie Wege, die Viecher zu töten. Hau ab! Okay, hier gibt's irgendwo einen Kameraden zum Mitnehmen. Weil da ist wieder so ein Leuchteteil. Oh, wartet. Tritt! Harte Schale. Einige Zutaten können erst verspeist werden, wenn ihr essbares Innenleben freigelegt wurde. Es gibt mehrere Methoden, Zutaten aufzubrechen. Experimentieren damit, sie zu werfen, zerquetschen oder sie an andere Kreaturen zu verfüttern. Gegenstände, deren äußerst zerbrochen werden kann, sind im Inventar mit einem gelben Rahmen hervorgehoben. Schwen, nein! Leute, ich akzeptiere keinen Tod so früh zum Spiel. Noch nicht. Ich will Sven wiederhaben. Weg, Leute! Da schwebt schon wieder der Tod. Ich würde gerne mal was anderes erleben als den Tod. Okay, da ist doch ein Vieh zum Aufschrecken. Hat nicht geklappt. Yannick, versuch du es mal. So oder so. Ich habe nur das Vieh gesehen. Aber es haut zum Glück ab. Na komm, das Ding muss ich erst irgendwie aufbrechen. Hieß es. Einmal gegen den Stein. Funktioniert nicht.
In seinen Kopf. Funktioniert nicht. Wo ist das Teil hingeflogen? Ich hätte gern das da. Ist auch nur Wasser. Hallo? Es ist doch hier irgendwo hingeflogen. Da. Oder? Nee, das ist was anderes. Was ist das? Warte. Irgendwo, wo es ein bisschen mehr Licht gibt. So, dann essen wir das mal. Gucken, was dabei rauskommt. Wie sieht denn das aus? Lässt Trebumhaum glänzen und funkeln und macht den Trebum so attraktiv, wie ein Trebum eben sein sollte. Habe ich jetzt alle Viecher auf mich aufmerksam gemacht? Oh, da ist ein Böhmchen! Und das gibt diese komischen Kügelchen von sich, die er auch noch essen kann. Okay, Böhmchen wird gegessen und... Wasserverarbeiter. Die Mutation Wasserverarbeiter verarbeitet unentwegt Zutaten von den Inventarplätzen und verwandelt sie in Wasser. Bedenke jedoch, dass dabei keine Nährstoffe extrahiert werden. Achte darauf, was du mit diesem Tapeworm absorbiert. Dein Körper verarbeitet automatisch alle organischen Zutaten, die ihm gelagert werden. Oh nee. Also, das wird jetzt direkt zu Wasser. Ich sehe schon wieder merkwürdig aus. Okay. Kannst du die Schnecke mal versuchen aufzubrechen? Ich glaube, ich habe sie geknackt, oder? Nein. Dann flüchten wir. Ich habe nicht wirklich Interesse daran, mich mit dir anzulegen. Ich bin weg. Warte, dich nehme ich nochmal mit. Wenn darf ich essen. Hier. Nein! So, jetzt aber. Ben isst und verwandelt sich. Jetzt sehen wir gleich aus. Okay. Zu diesen komischen Dingen wollte ich gerade eben noch. Leute, verstecken. Es sieht uns nicht. Wir werden das überleben, Leute. Ich weiß, dass wir es überleben können. Das Ding wird mich nur umbringen. Okay, was ist das hier? Was macht man damit? Soll ich reinklettern? Nee, kann ich nicht. Wofür ist das? Ist das nur optisch? Bin halt noch am Erkunden. Da ist ein Turm. Nein, ich dachte kurz, da wäre eine Schnecke. Was mache ich damit? Nicht in den Rhein rennen vielleicht. Hier, friss das! Hat nichts bewirkt! Wassermarsch! Gold!
Dem ist kalt. Wieso ist dem kalt? Wo wird mir wärmer? Okay, versuchen wir es nochmal mit der Schnecke. Ich schleiche mich sogar extra von hinten. Hat nicht so ganz funktioniert. Vielleicht klappt das ja nur aus der Entfernung. Rolle, die, die, roll, roll, roll. Ich hab nur wieder die Gefahr gesehen. Mein Erkundergeist bringt mich noch um. Hi. Mann, hört doch auf, euch direkt einzukugeln. Ich will euch auch nur essen. Na gut, wenn ich den Satz höre, dann würde ich auch erstmal ins Haus verschwinden. Und hallo, Elias. Okay, da unten ist nix. Ich gehe einfach mal zur Pyramide. Ich dachte, das wäre ein Turm. Als ich davor stand. Hui. Oh, ich will hier nicht runterfallen. Da unten ist nur wieder der Tod. Aber den Drehpunkt beschreiten. Ich dachte, das wäre ein Turm, sonst wäre ich ja schon längst reingegangen. Oh, seid ihr denn? Warum schieße ich meine Wasservorräte weg? There was a great power in this place. Something from the days when even the elders were young. Perhaps it could help them. Ja, man kann es nicht im freien Fall fangen. Oh. Komm, yum, 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 yum. Wir waren doch los. Entomophile Haus lässt grasartiges Haar auf den Drehpunkten, welches Sackfliegen anzieht. Ach so, damit ziehe ich diese komischen Viecher an und habe jetzt eine schöne Frisur. Ja gut. Was bringt mir das? Oder sind die damit gemeint? Nee, das ist nicht mal was, was ich essen kann. Sven, du kriegst auch eine Friese. Nee, jetzt mal im Ernst. Was sind Sackfliegen? Compendium. Ja, diese Viecher, die rumschwirren, sind die Sackfliegen. Ich will hiermit irgendwas machen. Oh, da ist wieder Staub für mich. Jum. Kommt, Freunde. Ich glaube, ich muss echt eine Fliege einsammeln. Ui! Abse. Was bringt mir das? Muss mich beeilen, die werden nämlich schnell verdaut. Kommt, steht auf. Ihr habt einen Job. Ich glaube, die hätten lebendig hier hingebusst. Okay, nochmal neu rein. Oh, kann ich nicht. Ich lad mal kurz den letzten Checkpoint, weil ich glaube, die hätten echt lebendig dahin gemusst. Okay, ich weiß. Haare. Ja, damit. There was a great power in this place. Something from the days when even the elders were young. So, jetzt habe ich Gras auf dem Kopf. Das nehme ich mit. Ist ja vom Prinzip her kein Nachteil. Hier.
Gönn dir. Sehen die Haare bei dem Dicken anders aus? Nö. Ist aber trotzdem ein lustiger Effekt. Ich will Teko haben, Spiel. Okay. Ihr alle mal mitkommen. Wenn's geht. Ihr sollt nämlich alle hier hin, habe ich gehört. Hallo? Das ist ein riesiges Skelett, das mir schon Angst macht. Jetzt kommt. Hallo? Die kommen so ganz langsam zu mir. Habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kommen die. Er kommt. Kommt hier rüber. Hallo, Laero. Ich habe was erreicht in meinem Leben. Ach, dadurch kriege ich die Karte freigeschaltet. Ja, lohnen sich diese Tempel doch. Und nur dafür war ich jetzt hier drin. Ich hab irgendein Kristall eingesammelt. Da war ein Ort markiert? If they understood correctly, there was some manner of serpent, a guardian. Das Ding, das ist doch niemals freundlich gesinnt. Also da bin ich, da ist ein Turm. Und da ist irgendwas, was ich noch nicht weiß. Und da oben leuchtet was, kann ich nicht runterschießen? Nein. Da will ich lang. Doch, ich hab's runtergeschossen. Jemand anders muss aufsammeln, ich habe Inventar voll. Okay. Nächster Spezi. Let's go! Drittes Auge. Ich dachte, ich mach mal die Zitteranfall, den die dabei haben, mal nach. Du kannst diese Mutation nutzen, um nach bestimmten Zutaten zu suchen, indem du sie im Compendium markierst. Ach, jetzt kann ich hier nach Zutaten suchen. Of all the changes that Trebum were experiencing, growing a third eye. Okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch so ein Bernsteinauge haben will, dann kann ich ihnen sagen, ich will jetzt wissen, wo dieses Bernsteinauge ist. In two directions at once, into the world and into their memories. They could okay. To find in the real world any element that was contained. Was will ich denn überhaupt suchen? It was truly a remarkable mutation. Das hier würde ich gerne ein bisschen öfter sehen. Ich kann auch nur eins markieren. Auch ein bisschen interessant. Also der sagt mir jetzt, wenn hier was in der Nähe ist. Das dritte Auge sieht schon ein bisschen crazy aus. Naja. Braucht das ja auch nur einer in der Truppe, ne? Hallo? Wo sind meine Freunde? Was bist du? Nicht nur die! Gut, dass wir uns da einig sind. So, was mache ich mit diesen komischen Kristallen? Einfach irgendwem ins Gesicht schießen oder... Könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht kann ich das Vieh damit umbringen. Bisher bringt mich hier alles um. Bam, bam. Macht überhaupt nichts. Ich will noch ein paar von denen haben. Ja, die bringen echt gut was. Das ist, hau ab! Du siehst mich nicht. Jetzt hau doch ab!
Okay, ich glaube, es ist weg. Weiter geht's. Ach du Scheiße, ich hab's getriggert. Schnell zum anderen Turm, schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Ich will noch nicht sterben. Noch nicht. Traut um euer Leben. Es bewegt sich. Es bewegt sich langsam. Warst du nicht mal schneller? Also nicht, dass ich dich herausfordern will, lieber Zylinder. Ich weiß, dass du mich instant reckst. So, Licht aktiviert. Da greift irgendwas über den Zylinder drüber. Das ist doch mega creepy. Ich bin doch nur so ein kleines Vieh. Warum werde ich von sowas gejagt? Ach, ab jetzt kriege ich auch Hunger, oder wie? Magen. Die Magenanzeige steht für Nahrung und Energieshow für deine Gruppe. Die sind zwei Bereiche aufgeteilt. Der Magen, die Energietasche. Der Magen enthält alle Nahrung, die du konsumierst und erfüllt sich entsprechend der Nährwerte der Zutaten, die du isst. Der T-Punkt kann Nahrung verdauen, wenn er sich ausholt, stillsteht, dann leert sich der Magen und die Energietasche füllt sich. Okay, und die Energietasche ist unerlässlich zur Wiederherstellung der Energie, die der T-Punkt zum Rollen braucht. Also ich muss manchmal stehen bleiben und was essen, sonst kann ich gar nicht erst weiter. Okay. Und währenddessen ist das Ding wieder dagegen gerollt. Dann erstmal was essen. Wartet, Inventar. So, hier ist ein bisschen was. Ich gebe das direkt an Tego weiter. So, dann haben die ein bisschen was gegessen. Jetzt essen die noch ein bisschen was. Und ich hoffe, jetzt haben sich alle vollgefressen. They do require rather a lot of food. Fortunately, the savannah was rich in flora and fauna, which would satisfy. Wo sind wir denn überhaupt auf der Karte? Vor uns ist wieder so ein Teil. Ich sehe auch diesen komischen Zylinder, der mich überräumen will auf der Karte. Da ist wieder ein Würmchen. Obwohl, ich glaube, zwei von denen reichen im Team. Ich soll dem drei davon geben? Okay. Ich habe mein Team voll. Mich jetzt noch im Team. Ich kann nur einen weiteren. Bei Banta, das bist jetzt du. Ich hab dich im Team. Wo ist der dicke Fisch? Ich will dich fett machen. Warte. Fall? Ja. Dann hast du wenigstens einen Wasservorrat. Ach, die teilen sich einen Magen, oder wie? Der Magen, der leert sich echt schnell. Das ist, glaube ich, dieses komische Teil, was ich auf der Karte gesehen habe, oder? Ja, das ist dieses Loch. Aber ich glaube nicht, dass... Ja, toll, jetzt muss ich da runter. Hui! Was ist denn hier unten? Hier sind diese Hopp-Dinger. Okay. Wer hat das denn noch nicht? Du hast es noch nicht. Und du hast es, glaube ich, noch nicht. So, ihr kriegt jetzt beide mal bessere Beine. So.
Hier ist auch noch ein bisschen Staub zu mitnehmen. Also dieses Spiel ist mega anstrengend. Hier ist noch ein armer kleiner Kerl. Die braucht mehr Führung. Ich will den armen kleinen Kerl mitnehmen. Okay, wie komme ich wieder hoch? Hallo? Okay. Kletterparcours. Wohin als nächstes? Irgendwie da hoch. Wie soll ich denn hier rauskommen? Da oben ist Wasser. Beziehungsweise da oben leuchtet irgendwas. Ich habe versucht zu schießen, aber irgendwie hat es null Effekt. Oh, da oben ist auch noch was. Wenn ich das richtig sehe. Oder leuchtet das nur? Ich sehe halt wirklich keinen Weg heraus. Ich lade mal den letzten Checkpoint. Weil da führt irgendwie kein Weg raus. Ja, ich weiß, ich habe jetzt den Magen. Muss ich den Magen nochmal füllen? Ich hoffe, das gilt halt wirklich für die ganze Gruppe. Ja, das zählt für die ganze Gruppe, laut dem Infoteil. As their fear faded, the Trebum started feeling weak and tired. Fazit, ich will nicht in das Loch reinspringen. Ich hole jetzt erstmal ihn hier raus. Luckily, one of the many gifts of the Trebum is the capacity to store food in their bodies. Er will drei von diesen ganz komischen Pilzen. And for such small creatures, they do require rather a lot of food. Fortunately, bin ich die denn? Savannah was rich in flora and fauna, which would satisfy. Oder hat die irgendeiner von denen? Without necessarily triggering a mutation. Auch Sven hat die noch nicht gegessen. Auch drei Pilze und zwar in Großversion. Nope. Das hier sind, glaube ich, die Pilze, die ich suche, oder? Nee. Das ist Würmchen. Das ist tot. Warte mal, ich habe doch jetzt dieses dritte Auge. Kompendium. Wo ist es? Das ist es, was ich suche. Wer ist der mit dem dritten Auge? Du. In der Richtung gibt es die. Zwei habe ich.
So, wo ist Nummer 3? Nein! Okay, ich hab's. Wieder zurück. Dann sieht er mir jetzt deutlich, wo es ist. Ein Moment. So. Hab das dritte Auge jetzt mal ausgeschaltet. Nicht da reinrollen. Da komme ich nicht mehr raus. Ach, hier ist ein Ei. Könnte ich zur Not auch öffnen, aber ich wüsste nicht wo. So, jetzt darf ich nochmal Palband eingeben. Levanta, willkommen zurück im Team. Also, ich muss schon sagen, bisher finde ich dieses Spiel mega interessant. Ist auch mal was komplett anderes. Die Grafik, wunderschön. Die Viecher. Angsteinflößend, auf jeden Fall. Ries! Was soll ich damit anfangen? Soll ich da rein? Das ist ein Schrein. Ich habe nur Angst, dass ich dann was trigger. Ach komm, rein da. So. Was gibt's hier Besonderes? Warte mal. Das muss Ven unser Tego machen. Oh, lecker, lecker, lecker. But they were not afraid. The power felt familiar, even friendly. Okay. Ich kann damit mich verbessern. Ich habe 3,4 und mit 7 wird meine Ausdauer verbessert. Okay. Kann meine Gesundheit verbessern. Also das ist alles nur dazu da, dass ich mich verbessern kann. Ich verstehe. Was verbessere ich bei dem Teil? Gucke ich, nachdem ich alles eingesammelt habe. Wasserspeicher. Damit habe ich eine höhere Wasserkapazität. Was ist das? Nahrungsspeicher. Eine Max-Speicherkraft für verdaute Nahrung. Wäre jetzt nicht so unpraktisch. Die Nahrung geht echt schnell runter. So, und das letzte. Da war noch eins. Führungsstärke. Erhöht die maximale Anzahl. Ja, nehme ich doch. Muss ich gedrückt halten. Ich nehme direkt beide. Super, jetzt kann ich noch zwei weitere im Team haben. Ja, dann gehe ich doch dieses Ei versuchen aufzumachen. Okay, diese Schreine sind mega cool. Inventar einmal öffnen. So, dann haben beide was. Hüpf. Und raus. Also ich finde das Spiel mega cool. Whee! So, wo war das Ei? Es war in der Nähe von dem. Daran erinnere ich mich. Das war, glaube ich, direkt neben dieser Höhle hier. Ja, genau, da ist es. Muss ich nur noch einen Punkt finden, wo ich es aufbrechen kann. Also jetzt nicht einfach so irgendwo gegen eine Wand schießen, wie ich es gerade gemacht habe, sondern ich muss so eine komische Pflanze finden. Ich weiß, da unten ist auch einer.
Aber da unten komme ich nicht wieder raus. So, du behältst das Teil bei dir. Ich träume, dann fliegt es runter. Jetzt gerade suche ich nach dieser Pflanze. Kann leider nicht das dritte Auge verwenden, um da dran zu kommen. Ich vielleicht von hier oben eine? Ich darf nicht aus diesem Kreis rausgehen. Ich würde dieses Ei halt gerne noch öffnen. Dann hätte ich Dave noch im Team. Eins der Viecher ist gerade abgestürzt und hat ein anderes angegriffen. Die kämpfen miteinander. Nein, jetzt geht es auf mich. Attacke! Weg, Leute! Wir müssen weg! Da ist er in die Sicherheit. Aber eigentlich müsste das Nest, wo ich es aufbrechen kann, noch in der Nähe sein, oder nicht? Beim letzten Mal war es auch nicht weit weg. Vielleicht zählt ja diese Kuppel einfach dafür. Ich probier das mal aus. Warte. Nein. Sunny hat's. Komm, probieren wir es mal aus. Vielleicht kann ich ja da drinnen das Teil aufbrüten. Einfach mal ausprobieren. Geht's auf? Hallo? Einer Mann? Hör auf! Erkunde das Licht der Welt! Deine Freunde warten auf dich! Ja! Es hat geklappt! Okay! Dave, du darfst jetzt offiziell dabei sein. Boah, meine Gruppe wird schon langsam ein bisschen unübersichtlich. Du kriegst erstmal das Tröte-Ding. Ich will das bei jedem drin haben, damit die sich verteidigen können zur Not. Nom, nom, nom. Hopp. So, jetzt hat er auch den Rüssel. Okay. Ich könnte es nochmal versuchen. Nun mache ich diesmal schlauer. Ich speichere hier jetzt einmal. Und dann versuche ich auf diese Plattform zu springen. Hat geklappt. Oh, da oben leuchtet was. Runter damit, Leute. Was am Arsch? Dieses Spiel. Das ist so mega cool. Weißt du, bei 20 Euro erwartest du halt nicht so ein cooles Spiel. Okay, ich habe eine neue Frucht. Dave, du hast noch gar keine Verwandlung, deswegen gönne ich dir. So, let's go. Nom, nom, nom. Schlauchrüssel, ein Rüssel, der auf das Spritzen vom Wasser über große Entfernungen spezialisiert ist. Also der hat jetzt Weitschuss. Warte mal, vergleich mir mal. Dann schießt der und die anderen schießen nur bis dahin. Junge, das ist eine richtig große Reichweite.
Aber hat es hier dafür das andere weggenommen, also diese Tröte? Ich achte da mal kurz drauf. Ja, dafür verliert man die Tröte. Okay, dann habe ich jetzt zwei Fernschützen. Ich will da hoch. Da ist schöner Staub. Ich schaff das noch. Ich komme da oben halt leider nicht dran. Ich weiß nicht, was du bist. Aber Pall darf dich essen. Der Pallband hat auch noch keine spezielle Transformation. So, jetzt muss ich Pall raussuchen. Dave, da ist Pall. So, Pall. Wann hast du das dritte Auge bekommen? Oder hattest du das von Anfang an? So, bin gespannt. Mineralprozessor. Die Mutation Mineralprozessor raffiniert konstant mit Mineralien und den Inventarplätzen und verwandelt sie zu Einheiten raffinierten Materialien. Damit kann ich Staub generieren. Ja, Paul, du bist jetzt hier die Maschine. Sammel den Scheiß runter. Ich brauch Sven einmal. Oder Dave, je nachdem. Und jetzt schieße ich das Zeug erstmal runter. Achso, Mineralien kann man nicht runterschießen, oder wie? Doch, kann man. Runter damit! Alles runter! So, Paul, gönn dir! Ja, dann lohnt es sich ja für mich jetzt auch Mineralien zu sammeln, ne? So, kann einer mal das da runter... Oh, Sunny ist nach oben! Ja, das können wir doch ausnutzen. Das Teil kriege ich nicht runtergeschossen. Ich denke mal, die Frage kam von Yannick. Ja, du hast so einen komischen Fisch gegessen und du bist fett geworden. Die mutieren, wenn sie irgendwas fressen, und die habe ich so einen fetten Fisch gegeben, dann bist du dick geworden. Das ist praktisch, aber auch du hast einen riesen Inventar. Ach, ich merke gerade, Yannick hat auch einen Kristall bei sich. Den kann er mal gerne ein paar Palwanta weitergeben. Und die beiden können wir die Wasservorräte haben. Weil die können ja daraus Wasser machen. Das kann man nicht einsaugen. Was mich viel eher interessiert ist, warum Yannick auf einmal da oben war. Oh, da ist auch wieder so viel von diesem schönen Mineral. Nein, du bist nicht der allein... Oh, obwohl doch, du bist der dicke Esel. Tani ist aber auch dick. Also, du bist nicht alleine dick. Außerdem, du hast dafür auch ein cooles drittes Auge. Das haben die anderen nicht so wirklich. Jetzt sammel den Mist bitte ein, Yannick. Yannick, bitte. Du willst das einsammeln, bitte. Es tut mir leid, dass ich dich dick genannt habe. So, hier, bitte. Kann ich gleich wieder was verbessern. Und dann rollen wir weiter. Wo ging's denn runter? Irgendwo musste ich doch lang. Da war's. Okay, Sunny, bitte spring nicht hinterher. So, die will ich mitnehmen.
Und du darfst bitte auch mitkommen. Okay, wen habe ich denn noch nicht von euch im Team? Ach komm, mich gibt's noch nicht. So, jetzt bin ich offiziell auch einer von denen. Jetzt bin ich auch dabei. Ich hoffe, ich kriege jetzt Sunny irgendwie hin. Ja. So, die anderen hieß, sie kommen irgendwie hinterher. Da ist der Trupp. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Ich brauche eine von diesen komischen Früchten und... Wer von denen hat noch kurze Beine? Dave hat auch noch kurze Beine. Okay, welcher von denen bin überhaupt ich? Der. So, nom nom nom. Beine. Okay, und jetzt Dave einmal weitergeben. Der hat sie auch noch nicht. Bist du Dave? Du bist Dave, okay. Es wird halt langsam unübersichtlich. Er wollte mich was abschlabbern. Mann, diese beiden Dicken da in der Gruppe, die fallen so auf. Jetzt mal was essen. Okay. Shining, also ich brauche noch diese Tröte. Ich habe die doch gerade noch gehört. Das Auge ist hier übrigens in der Hinsicht nützlich, weil man damit Items orten kann. Ich habe doch gerade noch diese Tröte gehört. Warte. Ich nutze Yannick. Erstmal, was von denen ist es? Nicht dem Wurm. Den Sack konnte ich noch nicht mal essen. Die war es, die Knullerknolle. Ich habe den falschen Charakter dafür ausgewählt. Yannick. Kompendium. So, jetzt kann ich danach suchen. Knullerknolle. Zeig mir den Weg, Yannick. Hallo? Ich habe da drauf gedrückt. Oder nicht? Ich glaube, ich habe einmal zu oft drauf gedrückt. Wo ist sie? Ah. Ich würde beim Gucken niemals mich da raussuchen. Shining, 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 da. Yum, yum, yum. Dann kann er sich wenigstens auch wehren. Upp. Okay. Was habe ich denn jetzt noch vor? Der Bereich ist ja der sichere Bereich. Da kann ich mich etwas aufbessern. Wenn ich da rausgehe, dann rollt mir das hier wieder entgegen. Und ich müsste bis dahin rennen. Hm. Ich würde gerne einmal so einen Kern von so einer Schnecke aufbrechen. Ich habe ja gerade eben einen Kern gehabt, aber ich habe den leider verloren. Hm. Oh, da ist ein Wasservorrat für die anderen Fettsäcke. Schnickschneiden, Schnecklein, Schnecklein, wo bist du? Nur Verstecklein. Ach toll, da ist auch eine Brutstation. Hätte hier auch noch einen aufbrüten können. Warte mal, ist hier der dicke Fisch, den ich Yannick gefüttert hatte? Ja, das war der Fisch, den ich dir gegeben hatte. Wenn man den dicken Fisch frisst, dann wird man selber dick. Guck, komm, ich mach mich auch dick, dann bist du nicht mehr allein. So, jetzt bist du nicht mehr der einzige Fettwatz. Ist hier keine Schnecke in dem Bereich? Ja,
Das sind nur diese komischen Rolldinger, die einen absolut useless machen. Nein! Rollt! Ich will nicht geplättet werden. Ist hier denn keine Schnecke? Was bist du? Bist du friedlich? Hallo? Erwiderst du meine Antwort? Ja. Ach so, das sind diese komischen Fliegeviecher. Nur wenn sie sitzen. Ich hab's gehört, ich will mich nicht umdrehen dafür. Hopp. Hoppa. Okay, ich guck mal da hinten in den Wald. Vielleicht ist ja da eine Schnecke. Danach müsste ich mal was futtern. Och, mir kommt da gerade eine Idee. Ey, du, komm mal her. Komm her. Ich will dich dem da mal verfüttern. Aua. Au. Ja. Guten Appetit. So, kommt dabei irgendwas raus? Nein, sie fressen es nur. Okay, ich habe umsonst ein anderes Vieh umgebracht. Du siehst mich nicht. Doch, es sieht mich. Weg hier. Okay. Also, die sammeln wieder fröhlich. Okay, hier gibt es nichts. Ja, dann gibt es ja nur die eine Option, ne? Einmal da hoch, bitte. Wir würden gerne von da oben aus starten, wenn das Ding da losrollt. Ist das ein Auge? Warte mal. Wer von euch hatte nochmal den Waldrüssel? Nee, nicht Paul. Dave hatte den. Zieh mal auf das Teil da. Das macht nix, okay. Ich wollte es nur mal testen. Ob die vielleicht in sich denken, ich schieße dein Auge ab, ich hau ab. Dann aktivieren wir mal wieder den Panik-Mode. Wo ist denn überhaupt der Turm, bevor ich lossprinte? Da hinten ist der. Okay. Let's go. Jetzt darf ich nicht mehr anhalten. Weil das Ding da hinten fängt jetzt an loszurollen. Nicht nach hinten gucken. Einfach weiterrollen. Da leuchtet irgendwas bedrohlich. Ich will gar nicht wissen, was da ist. Obwohl, du bist bedrohlicher. Wehe, einer von euch bleibt zurück. Ich gehe nicht da rein, um ihn zu holen. Boom, aktivier dich. Schnell rein, Leute. Wir haben die Schlacht überlebt. Weil der Turm hält ihn ja auf. Ich bin nur einmal da drunter gerannt und will es nie wieder. Oh Gott. Ich will es nicht wissen. Vor allem die gruselige Hand dahinter. Das Ding wird mich doch safe killen, wenn ich es aufwecke. Ich lasse es lieber in Ruhe. Schlaf ruhig weiter. Es hat auch gerade eben da drauf hier rumgetanzt. Ich will mal die Karte kurz sehen. Okay, nur da vor mir ist irgendwas. Warum soll ich es aufwecken?
das Spiel sagt mir, ich soll Vieh aufwecken. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Na gut, dann wache eben auf. Falscher Charakter. Yannick! Es ist aufgewacht! Es macht Sachen kaputt. Auf allen Seiten durch tiefe Pools von poisonous Gas. Warum musste ich es jetzt aufwecken, Spiel? Welche Brücke? Welche Brücke? Ach so, die Brücke. Leute, rollt! Wenn uns das Vieh trifft, sind wir tot. Hä? Ach, das kann die Fähigkeiten da schon, oder wie? Ja, noch ein Grund abzuhauen. Haben die jetzt wirklich ihre Fähigkeiten verloren? Nein, anscheinend haben sie die noch. Obwohl, nee, Sven hat seine Fähigkeit verloren. Der war nämlich auch so ein Wassertyp. Ich bin froh, dass Palbanta noch seine eine Fähigkeit hat. Nein, Yannick ist nicht mehr dick. Ich gebe mal die Wasserflaschen an Tego rüber. Weil nur er kann sie gebrauchen. Und esse dann mal die ganzen Pilze. Du solltest dick bleiben. Er rollt noch irgendwas. Weil der Dick hat am meisten Platz. Nein. Ich steck fest. Nein, ich habe alle Fähigkeiten verloren. Mach das Ding hier wenigstens kaputt. Schau, Leute. Die sind weggeflogen. Roll. Und das Vieh verfolgt mir jetzt in alle Ewigkeit, oder wie? Ich habe jetzt keinen verloren, oder? Nee, alle sind drüben, aber... Was bringt mir das? Ich muss mir jetzt alle Fähigkeiten neu holen. Ich kann nicht mal das da aufschrecken. Oh, da ist wieder ein Würmchen. Ja. Ja. So, ich habe einen neuen Wasserlieferanten. Dave liefert mir jetzt Wasser. Alle saugen hier wieder alles weg. Also ich muss jetzt stets auf dieses Vieh aufpassen. Weil ich dadurch meine Fähigkeiten verliere. Bleibt er da drüben? Er scheint zumindest nicht rüberwandern zu wollen. Ich muss erstmal so eine Trötepflanze finden. Hier ist nix. Was ist da? Sieht doch auch so aus, als ob man es einsammeln kann. Ach so, ist nur Essen. Ja, dann gönnen wir uns doch. Jom. Ich brauche Fähigkeiten, Spiel. Bin da einfach nix. Kann mich so nicht wehren.
Kann doch nicht meine Strafe dafür sein, dass ich Yannick dick gemacht habe. Und es vorhabe wieder zu tun. Auch da ist schon wieder so ein Ding. Yannick macht die Jojo-Diät. Das Vieh macht ihn dünn und ich mache ihn dick. Nein, das bringt mich auch um. Eigentlich bringt mich alles um. Ich brauche doch nur so eine komische Tröte-Spiel. Ich will einmal versuchen, dieses komische Schneckending aufzubrechen. Doch, der dicke Yannick ist die Meta. Da ist wieder die gefährliche Wand. Tröte! Oh, einen anderen. Ja, ich brauche so oder so erstmal einen Fisch dafür. So, wem gebe ich denn erstmal die Tröte? Nein, du verwertest die bitte nicht. Nee, da bin ich. So. Ich weiß schon längst nicht mehr, wer von euch wer ist. Nein, die wollte ich nie nass spritzen. Da. Du solltest das essen. Und ich kann auch wieder jemanden zu einem Wassertypen machen. So, du hast jetzt wieder die Tröte. Funktioniert das so denn überhaupt? Jo. So, jetzt kann ich die Schnecke aufschrecken gehen. Aber erst braucht der andere ja auch was zum Wasser machen. So, hier bitte. Wo war die Schnecke? Ganz weit da hinten, ne? Gucken, ob ich es diesmal schaffe, mich anzuschleichen. Bei einmal habe ich die ja schon rausgeschreckt bekommen. Was ist denn das? Was ist das? Was ist mit euch? Wiederbelebungsschrein. In diesen speziellen Ruinen, die über die ganze Welt verstreut sind, kannst du einen Drehpunktbegleiter absetzen oder wiederbeleben. Ach so, wenn ich zu viele habe, dann kann ich einfach sagen, bleib da. Okay, Tote wiederzubeleben hat seinen Preis, aber theoretisch, wenn Sven oder Yannick stirbt, kann ich sie wieder zurückholen. Will ich denn überhaupt irgendwen jetzt erstmal zurücklassen? Ich glaube nicht, ne? Obwohl, ich lasse mal zwei zurück. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder hier wieder so eine Verbesserungsstelle finde. Weil du bleibst auch mal kurz weg. Ich hole euch später wieder. Die hat momentan eh keine Fähigkeiten, also konnte ich sie ja ruhig da lassen. That a link had been forged, and a path had been opened to the voice that spoke within them. So, Dave, bitte mach Wasser. Da unten ist bestimmt auch was Interessantes. Das Problem ist, man stirbt recht schnell. Guck mal von oben. Sieht jetzt nicht so besonders einladend aus. Geh weg. So, ich versuch's. Ich hab was weggeschnappt. Ja. Jetzt wird die Schnecke gemobbt. Mobbt sie, bis sie nicht mehr möchte.
Okay, jetzt ist die große Preisfrage. Wie kriege ich das Ding auf? Warte mal, du kannst doch Sachen zerquetschen. Ey, du! Fetzer, komm hier! Ja, komm her, komm her. Weg! Ich glaube, er hat es jetzt aufgebrochen, oder? Ja, er hat es aufgemacht. Weg hier. Ich will jetzt endlich wissen, was macht dieses Ding. Beim letzten Mal wurde es mir ja direkt weggeschlagen. Komm, zum Abschluss heute. Ich will wissen, was das macht. Irisierende Haut lässt Drehpumpenhaut glänzen und macht den Drehpumpen so attraktiv. Ach so, das ist dieses Glitzern. Aber was bringt mir das Glitzern? Ist hier sonst noch irgendwas, das ich haben will? Ansonsten kann ich einfach weiter bis zu dem nächsten Turm jetzt, weil hier ist nichts Interessantes mehr. Wie soll das eigentlich da drüber rollen? Da ist doch eine Riesenschlucht. Also irgendwie wird es schon schaffen, ich frag nur. Bin ich Whisky? Ja, ich bin Whisky. Halt! Halt! Ich sagte rollen! Es rollt wieder! Nein, 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 nein! Oh Gott! Ich habe gerade noch die Schlucht gesehen. Wo ist der Drecksturm? Da hinten. Erstmal alles andere ignorieren. Wir müssen zum Turm, Leute. Scheiß drauf, was ich gesagt habe. Das ist wichtiger. Ich brauche das. So, jetzt kann ich weiter. Ist da wieder eine Schlucht? You see me rolling, they hating. They're never gonna catch. Hilfe! Das ist schon recht nah! Schweben! Schweben! Ich spring da noch raus! Ich muss dahin! Jetzt roll um dein Leben! Ich sehe es schon hinter mir. Rennt. Oh, war das knapp. Das war richtig eng. Halleluja. Die Leute leben noch alle. Okay, es ist keiner tot. Ich dachte, ich hätte schon wieder einen verloren. Ich hab gerade kurz Panik gehabt. Wieso, Spiel? Ich war gerade in Sicherheit. The cylinder roared with fury. Wo muss ich hin? With great urgency. The Trebum had to be very careful now. Das ist doch fies! Ich war gerade in Sicherheit! Ich war gerade in Sicherheit und was ist das für ein Ding? Wie vor den Blitzschlägen gibt's kein Entkommen! Nein! Ich hab einen Mann verloren! Ich hab Sven verloren! Hallo? Nein, alle stecken in irgendeiner Klippe fest! Schnee, ich muss hier raus! Nein! 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 So kann's doch nicht enden! Jetzt bin ich auch noch gestorben! Nein! Nein, nicht Dave!
Janik, nein! Ich komm wenigstens einer muss überleben! Bitte! Nein! Ich komm, Checkpoint, warum? Da kommt ein Blitz und haut mich komplett aus dem Leben raus! Ja, ich weiß ja. Ich muss direkt weiterrollen. Wohin überhaupt? Einfach aus dem Gelände hier raus, oder wie? Und gucken, dass mich die Blitze nicht treffen. Ich weiß, es ist risky, aber ich gehe da lang. Ich bin der Risk-Taker. Ich muss da lang. Und diesmal ohne Verluste, bitte. Ey, Großer, du hast ein größeres Problem als mich. Nein. Wo ist denn das Auge des Sturms? Woran erkenne ich das? Mir fällt nur ein, da hinten zu dem Turm zu rollen. Schweden? Ach, ich sterbe, wenn ich hier diesen Bereich verlassen will, oder wie? Hui! Jetzt im Ernst, wo soll ich denn hin? Ach, dahin, oder wie? Ich verliere immer einen Kollegen nach dem anderen. Nein! Nein, nicht schon wieder! Diesmal regt mich die Blitze weg! Ich roll nicht mehr, ich glaube, das zieht die Blitze an. Auge des Sturms, wo ist das denn da? Glaube ich. Oder ist die Riesen-Alien-Mama, die mich umbringen wird? Welchen spiele ich da gerade überhaupt? Ach so, mich. Wo sind denn die anderen beiden? Hui! Ich will doch nur leben! Komm! Ich will leben! Nein! Weißt du was? Ich gehe zum letzten Checkpoint. Und speichere da jetzt manuell und mach für heute Schluss. So, hier speichere ich jetzt, damit ich hier einfach weitermachen kann. Hier leben ja noch alle. Ich weiß halt nicht, was das Spiel gerade mit Auge des Sturms meint. Heißt das, ich soll jetzt in den Zylinder reinspringen oder wie? Naja. Auf jeden Fall, das Spiel finde ich immer noch mega cool. Für 20 Euro hat sich das auf jeden Fall bis jetzt schon gelohnt. Ja, für die, die sich das jetzt hier im Nachhinein angeschaut haben, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Follow da lassen. Ich glaube, jeder, der jetzt mit dabei zugeschaut hat, vor allem Yannick, hatte gerade Spaß, mir beim Sterben zuzusehen. Ich sehe immer noch meine Freunde durch die Luft fliegen. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jedem Zuschauer hier gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich stream ja auch morgen an der Stelle weiter. Ja, es war auf jeden Fall witzig. Und nervendaufreibend. Tschüss!